Hallo und willkommen zu einem weiteren DLC von The Evil Within. Uns fehlt nämlich noch ein Ritter, und zwar The Executioner. Falls ihr euch gedacht habt, dass ich jetzt irgendwas anderes mache, nein, ich wollte noch The Executioner machen. Und deswegen werden wir das jetzt auf jeden Fall mal durchziehen, die Tage. Was nicht heißt, dass nicht nebenbei auch noch vielleicht das eine oder andere nächste Projekt dazukommt. Aber ja, das dritte DLC fehlt mir noch. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, außer dass hier steht, dringe als der Wächter in das Victoriano-Anwesen ein und rette deine vermisste Tochter. Was auch immer das heißt, in The Assignment und The Consequence haben wir auf jeden Fall die einen oder anderen Hintergründe erfahren von The Evil Within. Und The Executioner fehlt noch. Da betreten wir doch einfach mal den unheimlichen Gang und schließen die Mission ab und freuen uns auf das nächste DLC. The Evil Within, The Executioner. So, und dann können wir hier ein neues Spiel auswählen. Das ist ja wunderbar. Ja, machen wir mal. Helligkeit, ich lasse das mal. Ich mache mal ein bisschen heller, weil es doch immer ein bisschen dunkel ist für euch. 75, ich hoffe, das ist ein bisschen besser für euch. Wollen wir uns mal den Laden angucken hier? Ich werde wahrscheinlich wieder gehetzt und gejagt und sterben und Schockermomente erleben, genauso wie die letzten Male. Fortsetzung der STEM-Testreihe. Flucht aus dem System durch Subjekt Withers untersuchen. Rettung von Tochtersubjekt durch Vatersubjekt unterstützen. Forschungsprotokoll Nummer 82347B X Mobius. Ihre Tochter ist durch ihre Verbindung zum STEM im System gefangen. Um sie zu befreien, müssen sie ebenfalls in den STEM gehen und dort alle anderen Subjekte ausschalten. Sie werden im STEM eine andere Gestalt annehmen, aber das dürfte für sie von Vorteil sein. Durch den Einfluss des STEM werden die Erinnerungen ihrer Tochter gelöscht, sodass sie immer mehr zu einer Kreatur des STEM wird. Wir werden sie unterstützen, aber sie müssen handeln, bevor es zu spät ist. So, da sind wir nun. Und ja, dürfen hier als Ding loslegen unter Mobius Kontrolle. Mobius Direktive 01. Synchronisation aufbauen. Das letzte Testsubjekt wurde erfolgreich eingeführt und die Verknüpfung mit der tresorköpfigen Kreatur wurde verifiziert. Mithilfe unserer Trägerwelle sollten Sie nach Restspuren starker Emotionen suchen können. Es werden neue Direktiven zur Platzierung in der Umgebung übertragen. Das Gruselige ist, wie oft haben wir den killen müssen? Guck mal, jetzt können wir hier so richtig rumkloppen. Jetzt sind wir der Böse, der Killer. Jetzt suchen wir Sebastian. Und dann Abfahrt! Oh, geht's denn lang hier? Da. Oh, ich krieg hier die ganze Zeit Hustenanfälle. Entschuldigung. Begib dich zum Victoriano-Anwesen. Gucken, ob wir hier irgendwas auf... Guck mal, hier ist so eine Kiste, die kennen wir von damals. Machen wir alles kaputt. Ah! Oh, cool, jetzt können wir hier so Münzen einsammeln. Die können wir auch
zerkloppen. Und wenn mal der Böse sein macht auch Spaß, ne? Wo bist du, Sebastian? Ich hau dir den Schädel ein. Wir sammeln mal Münzen über die Tonnen. So ein bisschen wie bei Super Mario oder so. Münzen sammeln. Gehen wir mal auf das Tor zu. Können wir auch... Wir haben hier so ein Mega-Radar. Und damit können wir alles abscannen. Wenn ich das in die Richtung mache, was ist dann? Das ist ja crazy. Das ist ja immer gekommen, wenn eigentlich Ruvik in der Nähe war, ne? Das kennt man immer so, dieses... Ruvik kommt gleich. So, jetzt können wir das eintreten. Ja. Sebastian. Ich bin's. Der Tresormann. Kennst du mich noch? Wie oft haben wir gegen den Tresormann gekämpft? Echt. Am Ende gab es ja sogar zwei. Die können wir doch jetzt platt machen. Wirf einen Gegner, füge einem Gegner so lange Schaden zu, bis er taumelt. Halte ihn dann mit B fest und wirf ihn durch erneutes Drücken von B. Also drauf hauen. Warte. Bitte immer rauf. So. Und dann jetzt B. So. Und dann kann der Arsch weg. So. Und das machen wir jetzt ein paar Mal. Exekutiere einen Gegner. Füge einem Gegner so lange Schaden zu, bis er taumelt, und drücke dann X, um ihn zu exekutieren. Machen wir. Alter. Alter Schwede. Was, wo ist er? Ist er hinter mir, oder? Ja. Hier. So. Und wann können wir ihn exekutieren jetzt? Oh, ist das ekelhaft. Ekelhaft. Okay. Es ist ein echt makaberes DLC, merke ich gerade. Nichts für schwache Nerven. Scheiße, Alter. Was mache ich hier? Ich finde eigentlich sowas echt pervers. Ich bin ja nicht so der Gewaltfreund. Ist jetzt nicht so, dass ich denke, geil, Videospiele, wenn es umso mehr spritzt, umso geiler. Also da zählen für mich andere Inhalte mehr. Aber, was tut man nicht alles hier für seine Zuschauer, ein drittes DLC zu spielen? Von daher, machen wir mal weiter damit. Guck mal, das kennen wir ja hier, das Anwesen. Na, wer ist denn das? Suche deine Tochter. Tochter? Ich bin's. Oh, ist das toll, dass man hier die Musik wieder hört. Das ist so voll The Evil Within. Tagebuch der Tochter 1. Papa, die Frau Doktor sagte, du würdest kommen und mir helfen. Wirst du es denn jemals schaffen? Hier wimmelt es nur so von Monstern. Ich halte es nicht mehr aus. Die Arme. Hier haben wir wieder das Bild der Bilder der Familie. Aber ich nehme an, wir können jetzt hier alles kaputt kloppen. Sind da wieder Münzen? Oder machen wir aber nur die Einrichtung kaputt? Ah, okay. Hier kommen wir nicht durch. Was haben wir denn hier? Ah, jetzt haben wir uns hier irgendwie ein bisschen geheilt. Mit irgendeinem Erste-Hilfe-Kit. Schön. Können wir hier durch? Nein. Da ist auch die, unser Safe Room. Safe Room. Oh, schön. Das ist ja geil. Können wir hier auch durch? Ach was. Nee, aber wir können hier was nehmen. Tagebuch der Tochter 2. Sind diese anderen Leute alle lebendig oder tot? Oh. Aber es ist so toll, das hier wieder zu hören. Waffen und Attribute können im... Keine Ahnung. Mach mal auf. Ew. Ah, jetzt können wir uns hier verbessern. Und deswegen ist er auch so cool und stark gewesen, als wir gegen ihn gekämpft haben. Ich verstehe. Erhöht deine Geschwindigkeit beim Gehen, ist natürlich auch gut. Senkt den durch gegnerische Angriffe erlittenen Schaden, ist auch wichtig. Maximale Lebensanzeige. Steigert das Maximum der Lebensanzeige. Irgendwas, was man nicht kennt.
Dynamit richtet bewegungsunfähigen Gegnern den meisten Schaden so zu. Zum Beispiel, wenn sie im Stacheldraht festhängen. Erhöht die Kapazität der Dynamitstangen. Ist ja hochinteressant. Stacheldrahtfalle. Kannst diese Fallen platzieren, indem du sie wirfst. Wenn sich ein Ruheloser dann verfängt, kannst du ihn exekutieren. Hammer! Steigert den Schaden, den ein Treffer mit dem Hammer verursacht. Hammerhart? Okay, wenn ich jetzt hier einfach mal Fragezeichen nehme, kann ich nicht. Ich habe jetzt hier diese X5 Münzen. Alles können wir davon nehmen. Kann ich schon irgendwas mit 5 Münzen machen? Oder wie sieht das aus? Hier, 5. Dynamit. Oder Stahldrahtfalle. Die kennen wir doch. Hier, ich mach mal den hier. Das, nee? Dann ist 50. Okay, warte. Das andere, das geht auch nicht. Ah, okay, das ist alles zu teuer. Schade, schade, schade. Müssen wir noch ein bisschen sammeln. Ich glaube, ab 15 ungefähr geht's los. Hier können wir dann die Waffen wechseln. Aha, und hier haben wir dann diese Fallen. Ah, und da haben wir dann 3 von diesen Fallen und den Hammer. Okay, cool. Und hier kann man speichern. Ist ja fett gemacht. Die Executioner gefällt mir irgendwie jetzt schon, auch wenn es ein bisschen brutal ist. So, wir haben das Ganze gespeichert. Man sieht hier auch ihn und seine Tochter. Es gibt so Sachen, Lieder, die ich immer wieder gerne höre, wie dieses Lied, nur weil es mich so an so vieles erinnert. Also ich kenne das Lied, wie gesagt, schon seit ich Kind bin, aber seit sie irgendwo sind, verbinde ich es halt echt damit. Und ich freue mich immer mega, wenn ich es höre. Vor allem im Spiel zusammen. So, was haben wir hier? Wir können auch Stühle werfen. Ach, ich kann jetzt hier auch mit dem Stuhl drauf kloppen. Schleppe ich den Stuhl jetzt mit mir weiter rum? Ah. So. Total cool. Können wir da durch? Nee, da kann man nicht. Immer da, wo die Spinnweben sind, nicht. Ich glaube, hier können wir durch, aber ich will trotzdem nochmal da lang. Und das testen. Alles klar. Dann gehen wir durch die mittlere Tür. Voll fett. Voll genial eigentlich. Hier, das sind wir mit Blumen. Mit unserem Kopf. Aber wenn der halt auch einfach nur so verwendet wurde, ist ja auch blöd. Erinnerungsscanner LT. Ein Impuls der verborgenen Erinnerung und Gegenstände ausspinnt seine Hilfe. Kannst du Spuren deiner Tochter finden? Ja, machen wir nochmal. Ach so. Ah, okay. Da kann ich irgendwas. Tagebuch der Tochter 3. Ich habe einen Mann gesehen, der die Monster tötet. Ich glaube, ich sollte zu ihm gehen und sehen, was passiert. Vielleicht kennt er ja meinen Vater. Aber ich lasse meine Briefe und Sachen hier, falls mit ihm etwas nicht stimmt. Okay. Finde eine Mobius-Akte. Okay. Vielleicht, nee, da vorne wird keine sein, aber die kann ich noch nicht nehmen. Ist halt irgendwie schon krass. Jetzt, nicht so Opfer zu sein, sondern mal so richtig bam, bam, bam losgeschickt zu werden und mal nicht so Angst haben zu müssen. Vielleicht sind hier noch mehr Akten. Da war ja keine. Vielleicht hat ja noch eine andere Statue auch was. Ist da was? Aber da war noch so ein Krug. Okay. So ein makabres Bild. Hat die auch was in der Hand? Kann man die kaputt dingsen? Nee. Wundert mich ein bisschen, dass ich das hier nicht aufheben kann. Kann ich da irgendwas verbrauchen? Oder durch einen freien Platz oder so? Nee, aber es ist ja auch das Zeichen eigentlich dafür, dass ich es nicht kann. Deswegen gehe ich mal davon aus, es geht nicht. Aber anscheinend, ich weiß nicht warum. So, wo ist jetzt hier eine Tür? Was ist das? Okay. Dann geh mal da durch. Aber da kommen wir doch her. Wollen wir da wieder lang? Ist das echt Sinn der Sache? Oder müssen wir irgendwas machen? Finde eine Mobius-Akte. Und die soll hier im Raum sein, oder?
Oder wo? Machen wir nochmal die kaputt. Die haben wir noch nicht kaputt gemacht. Das wundert mich halt mit diesem Ding hier, aber wozu soll das uns auch helfen? Gruselig. Und auch ein bisschen sinnlos, was ich hier mache. Ja, die hatten wir ja schon. Kannst du die kaputt machen? Okay. Ich weiß es nicht. Dann gehen wir erstmal nach unten. Oder so. Und vielleicht finden wir hier irgendwo noch was. Scannen mal durch. Ach, guck hier. Hier. Da ist doch was. Mobius Direktive 02. Eliminieren Sie Testobjekt CB212 Mörder. Bei diesem Experiment wird eine Methode der Extraktion aus der STEM-Umgebung getestet. Sie haben die Aufgabe, Ihre Tochter zu retten, die sich bereits im STEM befindet, indem Sie alle anderen verbundenen Testsubjekte eliminieren. Subjekt CB212, ein verurteilter Mörder, wird vollständig vom STEM kontrolliert. Sein Einfluss nimmt zu und er zerstört die Erinnerungsmuster Ihrer Tochter. Töten Sie CB212 und überprüfen Sie den Zustand des Mädchens. Ergänzende Informationen. Der STEM zersetzt nach und nach die Erinnerung von Testsubjekten und verändert so lange ihre Persönlichkeit und ihr Erscheinungsbild, bis sie vollständig vom STEM kontrolliert werden. Basierend auf den Daten des Ruvik-Zwischenfalls lässt sich ableiten, dass die Ruvik-Entität des STEM das STEM-System verlassen konnte, indem sie in den Körper des Subjektes Leslie Withers eindrang. Im Rahmen dieses ersten Versuchs soll die durch den STEM hervorgerufene geistige Degenerierung bei einem standardmäßigen Ausstieg erprobt werden. Bei Übertragungen von außen und der Nachverfolgung im STEM können Fehler und Zeitverzögerungen auftreten. Nutzen Sie bei Begegnungen mit anderen Entitäten Ihr eigenes Urteilsvermögen. Verbindungsstatus 7 Subjekte. Jugendliches Mädchen, Detective, Zwilling, verurteilter Mörder, Psychiatriepatient, ehemaliger Soldat, Vater von jugendlichen Mädchen. Oha. Das ist eine ganze Reihe. Und echt spannend, echt interessant. Finde die Tür von CB212, den wir jetzt töten sollen. Ich nehme. Und da können wir jetzt nicht einfach durch? Oder doch? Nein, doch. Wir laufen ja hinter unserer Tochter hier hinterher. Hier haben wir einen Stuhl, den wir auch schmeißen könnten. Will ich aber gar nicht. Wenn du Erschütterung oder Geräusche bemerkst, suche die Umgebung mit dem Erinnerungsscanner ab. Was? Irgendwas ist hier los. Ich mache hier alles kaputt. Hier ist das ist unser Erinnerungsscan. Ich habe das immer gar nicht halt als Erinnerungsscan wahrgenommen. Ah, Erinnerungstoken können in Ladentresoren verwendet werden. Ja, jetzt haben wir wieder was Schönes gefunden. Prima. Oh ja, ich muss raus. Niemand braucht das. Da ist auch noch was. Da oben. Komm, mach. Nimm's. Tagebuch der Tochter 4. Der Mann sagte, dass er ein Mörder wäre und die Aufgabe hätte, die Monster zu töten. Er sagte, er würde diese seltsamen Token sammeln und bat mich, ihm bei der Suche zu helfen. Aber als ich eines davon in meine Tasche steckte, fing er auf einmal an zu schreien. Und dann hatte er plötzlich diesen unheimlichen Ausdruck in den Augen. Wenn ich weglaufe, bringt er mich vielleicht um. Und wenn ich es nicht tue, dann vielleicht auch. Das ist nicht gut. So. Ich hoffe, ich habe hier alles abgescannt. Ist ganz cool eigentlich mit diesem Scannen. Jetzt haben wir hier so eine coole Falle. Wie sieht denn das aus? Einfach mal die harte Tour. Muss ja hier alles abscannen. Man weiß ja nie. Da hinten ist vielleicht auch was. Oh, hier kommt einer, ne?
Komm her, du. Hallo, mein Freund. Na? Gegenseitig. Prima. So. Das hat doch mal ganz gut geklappt hier mit ihm. Keine Angst haben ist halt auch eigentlich mal schön in so einem Horror-DLC. Ich scanne das Ganze hier natürlich durch. Wir wollen nichts übersehen. Und da das hier doch immer mal so ein bisschen versteckt alles ist. Hier ist nichts. Erinnere dich, mein Freund. Ah, hier sind diese coolen Münzen. Das macht voll Spaß, die zu sammeln. Und vor allem haben wir ja gleich so um die 15 Stück. Dann könnte man ja irgendwie bestimmt was Tolles machen. Hier, CB. Yeah, Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Hier ist noch eine Tonne. Vielleicht ist da auch noch eine drin. Nee, da war keine mehr drin. Haben wir hier noch so ein paar Tonnen? Macht echt Spaß. Urigerweise. Einfach mal alles kaputt zu kloppeln. CB. Hallo. Da ist was. Das wollen wir haben. Kommt hier einer? Wir nehmen das mal mit. Transkription Subjekt CB 212. Subjekt 212 Mörder. Niemand hat mir gesagt, dass es so sein würde. Zeitindex 01. Diese Wichser sind keine Gegner für mich. Zeitindex 02. Die alte Tante, die mich hier reingebracht hat, hätte sicher mehr zu bieten gehabt. Zeitindex 03. Wer zum Teufel hat ein Kind hier reingesteckt? Ich dachte, es gibt hier nur diese bescheuerten Zombies. Zeitindex 04. Dein Vater ist wer? Wer zum Teufel soll das sein? Was interessiert mich das? Zeitindex 05. Ich habe doch gewusst, dass ich dem kleinen Luder nicht trauen kann. Wollte meine Beute mitgehen lassen. Zeitindex 06. Was zum Teufel ist das? Ich höre ein Flüstern in meinem Kopf. Zeitindex 07. Willst du in meinen Kopf eindringen? Glaubst du etwa, du kennst mich? 08. Du hast mir gar nichts zu befehlen. 09. Wo ist das kleine süße Mädchen hin? Es muss hier irgendwo sein. Zeitindex 10. Jetzt ist mir klar, auf was du aus warst, warum du mich hierher gelockt hast. Zeitindex 11. Meinst du, ich bin deine Laborratte? Meinst du, du hast mich jetzt? Ich mach euch alle kalt. Eliminieren Sie den Sadisten. Warte, mach ich gleich. Erst will ich noch wissen, ob hier noch was ist. Weil diese Tische und das alles kennen wir natürlich noch von Sebastian. Kann ja sein, dass ich hier was übersehen habe. Okay, wir sollen hier den Sadisten... ist das nicht der von am Anfang? Und wie krass ist das auch hier mit dem... mit der Wand hier gemacht und so? I'm afraid of rolling stones oder sounds? Of rolling sounds, okay. Es ist witzig, dass hier irgendwie... Was steht da noch? Many... Many, 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 many. Okay, strong, strong, strong. Das ist irgendwie ganz krass gemacht. Ich würde sagen, hier gehen wir doch rüber in der nächsten Folge von The Evil Within The Executioner. Und dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder Kommentar. Freue ich mich, wisst ihr ja. Und wünsche mir viel Glück. Bis dann.